Herzlich willkommen bei Slevin Streamed Sport. Wir spielen wieder den Formel 1 Manager, dieses Mal in Singapur. Wie gesagt, wir spielen keine Karriere, sondern die Rennwiederholungen bzw. Rennmomente. Die kann ich euch wirklich empfehlen, denn es ist jedes Mal wieder eine neue Herausforderung, quasi wie eine kleine Kampagne. Singapur-Stich. Das Team muss mindestens 33 Punkte erzielen. Ich glaube, es geht um Mercedes. Während beide Red Bulls in Singapur mit dem Rücken zur Wand stehen, sieht Mercedes eine seltene Chance zum Ruhm. Bei der Hälfte des Rennens sind sie Zweiter und Vierter. Nun müssen sie entscheiden, wann sie auf dieser trügerischen Strecke angreifen, ohne dass es zu einem weiteren Safety Car Einsatz oder einem DNF kommt. Kannst du die richtigen Entscheidungen treffen, um ein herausragendes Ergebnis für Mercedes zu erzielen? Okay, 33 Punkte mindestens. Das bedeutet auf jeden Fall, dass wir beide Autos ins Ziel bringen müssen. Das kann man jetzt schon mal sagen. Ich schaue jetzt mal mir noch mal genau an, wie das Ganze aussieht. Denn es kann ja auch sein, dass wir die schnellste Runde fahren müssen. Und dementsprechend müssen wir das vorher natürlich wissen. Also wir haben auf jeden Fall 25 Punkte für den Sieger, das wissen wir ja. Dann bräuchten wir nur noch 8 Punkte mit dem zweiten Auto. Das wäre dann Platz 6, wenn ich da gerade richtig rechne. Wenn wir Zweiter und Vierter werden, so wie aktuell, dann haben wir aber nur 30 Punkte. Dann fehlen 3, also nicht einer, sondern 3. Dann müssten wir also Zweiter und Dritter werden. Also es reicht, Zweiter und Dritter zu werden. Die schnellste Rennrunde ist demnach nicht wichtig. Okay, das haben wir jetzt schon mal hier gecheckt. Bedeutet also, wir müssten Norris bezwingen. Die Frage ist halt, kommen die beiden Red Bulls noch ran oder nicht? Ja, wir sind alle auf harten Reifen, Verstappen und Perez sind aber die schlechtesten. Okay. Also wir könnten vielleicht sogar durchfahren. Naja. Das würde nur gehen, wenn wir extremst die Reifen schonen. Davon halte ich nichts. Das machen wir wahrscheinlich nicht. Das sieht danach aus, als müsste man dann nochmal auf Rot wechseln. Das würde hier gehen. Oder man wechselt auf Gelb und ballert volle Kanne die Reifen kaputt. Das würde hier auch gehen. Wie sieht es da aus? Ja, das gleiche ungefähr. Okay. Also, das Szenario hätten wir schon mal verstanden. Die Frage ist jetzt, wie viele Abstände gibt es? Wir haben Sainz und direkt dahinter sind wir. Also wir haben mit beiden aktuell DRS. Das ist super. Die Frage ist, wie schnell ist Norris? Der kann wahrscheinlich nicht mithalten mit den beiden da vorne. Das heißt für uns ganz klar, dass Hamilton sofort vorbeifahren muss an Norris. Das würde ich jetzt mal so als Ziel ausgeben. Wir können auch locker reinballern. Die Frage ist, wo auf der Strecke lohnt sich das? Wir haben hier jetzt DRS. Da müsste der Flügel eigentlich aufgehen. Danach gibt es hier nochmal eine Zeitabnahme. Die schaffen wir auf jeden Fall. Und dann hätten wir hier nochmal DRS und hier nochmal DRS. Und spätestens hier will ich eigentlich vorbei sein an den Kollegen. Und wenn es gut geht, sogar mit Abstand, dass er hier kein DRS mehr bekommt. Also das wäre der Plan. Heißt also, mit Hamilton geben wir Vollgas. Russell bleibt am Hinterrad von Sainz und schont sich ein bisschen. Das wäre jetzt mal der Plan. Schauen wir mal, ob das aufgeht. Rückstand von Hamilton, eine halbe Sekunde. Ja, also wir kommen da auf jeden Fall ran. Verstappen fährt jetzt in die Box tatsächlich. Ja, der könnte jetzt frische Harte holen. Oh nee, der geht auf die gelben. Ja, der kann auf jeden Fall nicht durchfahren. Der kann auf jeden Fall nicht durchfahren mit den Gelben, das ist klar. So, Hamilton zieht jetzt vermutlich schon vorbei. Der hat hier das DRS. Er müsste doch eigentlich bei der nächsten Zone vorbeikommen. Ne, hat er nicht geschafft. Ja, da müssen wir es jetzt schaffen. Oder wir holen uns hier nochmal das DRS. Ja, jetzt haben wir natürlich das DRS nicht. Außer Norris kommt nochmal. Nee, der wird nicht mehr kommen. Jetzt kriegt Norris das DRS. Macht aber nicht. Oh, wobei, wir könnten es auch bekommen von Russell. Der wird gerade von Sainz abgehängt. Das ist natürlich auch nicht gut.
Da müssen wir jetzt auch sofort nachlegen. Wir müssen bei Sainz auf jeden Fall, ja, jetzt kommt hier Hamilton und will an Russell vorbeifahren. Das ist mir eigentlich jetzt erstmal egal, wer von den beiden vorne ist. Wichtig ist nur, dass wir an Sainz dranbleiben. Ich hoffe, dass die sich jetzt nicht gegenseitig kaputt machen, ey. Ich sag's euch. Gut, Hamilton fährt vorbei. Das ist okay für uns. Russell, stopp. Russell muss jetzt mal zurückstecken. Sonst fahren die hier 30 Runden lang im Windschatten nebeneinander auf der Strecke her. Das wollen wir, können wir natürlich gar nicht gebrauchen. So, wir geben jetzt hier erstmal entsprechend Gas, um bei Sainz wieder ranzukommen ins DRS-Fenster. Das sieht soweit gut aus. Und was natürlich absolut optimal gelaufen ist, dass Norris direkt abgehängt wurde. Der ist nicht mehr im DRS-Fenster. Wenn wir das jetzt fortführen können und uns mit dem Ferrari gemeinsam hier absetzen könnten, das wäre absoluter Optimalfall. Wir müssen damit rechnen, dass Perez wahrscheinlich der Stärkere ist von den beiden Red Bulls, weil der bleibt scheinbar draußen. Ja, wobei, der ist auch auf Hart, der kann ja bloß auf Gelb wechseln, aber die können doch mit den Gelben nicht durchfahren. Oder können die mit den Gelben durchfahren? Das kann ich mir nicht vorstellen. So, Norris ist wieder dran. So schlimm ist das nicht. Ich glaube, Norris ist nicht unser Problem. Wenn, dann wird Leclerc das Problem oder Alonso oder Perez. Aber Perez verliert jetzt auch gerade einen Platz. Also die Red Bulls scheinen wirklich ein Problem zu haben. Da gucke ich doch jetzt gleich mal parallel, wie das Rennen in echt ausgegangen ist. Singapur Formel 1 2023. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht, wie das ausgegangen ist. Sainz hat gewonnen vor Norris, Hamilton und Leclerc. Kann das sein? Ja, scheint so. Was hat denn da Red Bull gemacht? Da kann ich mich ja überhaupt nicht mehr dran erinnern. Tatsächlich hat Sainz vor Norris, Hamilton, Leclerc, Verstappen wurde Fünfter. Und wo ist Russell gelandet? Ja, DNF. Russell hat das Rennen nicht beendet. Also das muss bei uns natürlich besser laufen. So, apropos Russell, ganz kurz nicht aufgepasst. Schon fliegt er raus aus dem DRS-Fenster. Das ist natürlich nicht gut. Hamilton kann sich jetzt ein bisschen langsamer wieder angehen lassen. Der soll ja eigentlich da jetzt auch nicht vorbeifahren. Kann vielleicht sogar ein bisschen Reifen und Energie schonen. Oh, Russell wird jetzt von Norris überholt. Nee, das wollen wir natürlich auf gar keinen Fall. Das wollen wir auf keinen Fall. Russell muss sich jetzt ein bisschen ranhalten. Der muss da vorne wieder rankommen. Und das DRS bekommen. Und der muss sich vor allem gegen Norris wehren. Also das können wir jetzt gar nicht gebrauchen. Perfekt wäre natürlich, wenn wir uns hier so in diesem Stil hier schonen könnten am Hinterrad von Sainz. Denn das würde dazu führen, dass wir vielleicht sogar durchfahren könnten. Das wäre natürlich mega gut. Dass wir vielleicht doch durchfahren könnten, wenn kein Safety Car kommt. Und wenn ein Safety Car kommt, dann gehen wir einfach in die Box. Das wäre der Optimalfall. Ich stelle die beiden jetzt gleich ein, nur dass ich bei Russell hier auch neutral stelle, weil der ja die volle Ladung hier von der Energierückgewinnung schon hat. Das mache ich auch gleich bei Hamilton, dass der nicht abgehängt wird. Der wird jetzt... Ah, es ist furchtbar. Also wenn beide Mühe haben, vorne mitzufahren, ist das echt anstrengend. Ihr seht es, wir haben jetzt mit Hamilton den Kontakt zu Sainz verloren. Das ist das Schwierige, wenn man nebenbei so viel quatscht. Dann kann es echt passieren, dass man zu schnell den Kontakt verliert. Ich schaue, dass ich jetzt mal wieder rankomme. Sollte eigentlich klappen. Komm, ich mach's jetzt mit Russell auch. Vielleicht kriegen wir dann wirklich den Norris los, ein für alle Mal. Das müssen wir jetzt mal eine kurze Weile durchführen. So, jetzt drücken wir mal nochmal Pause und stellen es so ein, wie wir es eigentlich haben wollen. Hier können wir mal auf Rot lassen, hier stellen wir auf Neutral. Russell muss nochmal... Russell muss noch ein bisschen rankommen, das habe ich direkt verschluckt. So. Und Norris sind wir losgeworden. Also das hat funktioniert. Jetzt ist nur die Frage, ob wir das dauerhaft mit der Einstellung schaffen. Also wir können Benzin noch ein bisschen rausballern, das ist kein Problem. Hier auf Neutral ist auch kein Problem, weil wir hier auf der Strecke immer wieder ERS generieren können. Die Frage ist, ob wir mit den schonenden Reifen hier wirklich klarkommen. Oder ob wir dann den Kontakt verlieren. Es scheint fast so, als wäre das zu langsam, was wir hier machen.
Denn es scheint so, als würde uns jetzt Sainz direkt wieder abhängen. Was hat denn Sainz für Reifen? 71. Ja, der kommt auf jeden Fall auch nochmal rein. Also vielleicht müssen wir nochmal rein. Ich glaube, darauf wird es rauslaufen. Denn es scheint so, als könnten wir den Kontakt zu Sainz sonst nicht halten. Und das scheint mir absolut wichtig zu sein. Versuchen wir es mal mit der Einstellung. Russell ist jetzt wieder abgehängt worden. Ei, es ist mühsam. Das zeigt einem eigentlich, dass man die Einstellungen falsch gewählt hat, wenn man ständig wieder korrigieren muss. Also ich glaube, wir müssen hier mindestens bei Gelb stehen, hier bei Rot und hier bei Neutral. Also so wie wir es jetzt bei Hamilton haben. Ansonsten verlieren wir den Kontakt. Und schaut euch Norris an, der ist richtig abgehängt worden. Der sieht uns fast nicht mehr. Wir fahren hier um die Kurve, 2,5 Sekunden sind es. Leclerc hängt jetzt hinter Norris. Also der wird gleich wieder rankommen. Also der Leclerc ist definitiv ein Gegner für uns bei dem Rennen. Schauen wir mal, was der für Reifen hat. Der hat 72. Die müssen alle nochmal rein. Also das kann ich mir anders nicht vorstellen. Und bei den Red Bulls werden am Ende die Reifen richtig kaputt sein. Oder die gehen früh wieder rein, haben dann richtig frische Reifen, aber müssen halt eben jetzt nochmal in die Box. Das kann tatsächlich auch sein. So, jetzt sieht es gut aus. Jetzt können wir ganz gut mitfahren. Und 2 und 3 reicht uns ja. Tatsächlich. Also aktuell hätten wir das Ziel erreicht. Das sehen wir hier oben. Schauen wir mal, ob uns das auch dauerhaft gelingt, dran zu bleiben. Hamilton. 0,8. 0,7. Ich müsste eigentlich klappen mit DRS, dass der dran bleibt. Schauen wir mal, ob wir hier auch auf ausgewogen stellen könnten, dass wir nicht zu viel Benzin verlieren. Oder ob wir dann Probleme haben. Es scheint zu klappen. Und wir hängen Norris immer weiter ab. Und je länger Leclerc hinter Norris hängt, desto besser ist das für uns. Also, wir scheinen dranbleiben zu können mit beiden. Jetzt geht Perez rein. Der wird auch weit zurückfallen. Wahrscheinlich hinter Verstappen sogar noch. So, jetzt hat Russell gleich wieder Probleme mitzufahren. Gleich mal wieder ein bisschen hochschalten. Also Verstappen, ja, Perez ist hinter Verstappen zurückgefallen. Also die werden es ganz schwer haben. So, Russell, jetzt ist die Frage, bleibst du dran oder bist du abgehängt? Das darf natürlich nicht passieren. Leclerc ist jetzt vorbei an Norris und holt sofort auf. Also Leclerc, der Ferrari läuft hier halt brutal gut. Die wollen hier einen Doppelsieg einfahren. Ja, und Russell hat Probleme dran zu bleiben. Also Hamilton ist hier klar der bessere Fahrer, der fährt problemlos mit Sainz mit. Aber Russell hat da ein paar Problemchen. Der wird wahrscheinlich bald rein müssen. Wenn wir die Reifen hier so beanspruchen. Der hat wirklich ganz, ganz große Mühe, der Russell hier dran zu bleiben. Das ist krass. Ich hoffe, dass die Einstellung jetzt reicht für ihn. Da müssen wir Benzin später sparen, aber auch das reicht scheinbar nicht. Das ist wirklich Wahnsinn. Also, dann stellen wir ihn jetzt mal so ein, dass er da sicher dran bleibt. Dann Leclerc kommt immer näher ran. Also, die Gegner sind die beiden Ferrari. Ich glaube, ehrlich gesagt, dass die anderen alle keine Rolle mehr spielen, weil die ja nicht durchfahren können. Das kann mir doch keiner erzählen. Also, Perez könnte ich mir vorstellen, dass der durchfährt mit 97%. Aber Verstappen mit 84% gelb. Oh, jetzt hat Hamilton Sainz überholt. Das wollen wir eigentlich nicht. Jetzt fährt Sainz wieder vorbei. Ja, das schonen wir jetzt einfach mal schnell uns komplett. Ich möchte eigentlich nicht vorbeifahren. Also ich hätte dort nichts dagegen, wenn Sainz wieder vorbeikommt. Hilft auf jeden Fall Russell, um näher ranzukommen. Und es hilft Hamilton, um ein bisschen Reifen zu sparen. Also so schlimm ist es jetzt nicht gewesen, die Aktion. Er ist immer noch nicht vorbei. Wir kriegen das DRS, das ist natürlich gut. So, jetzt ist er aber wieder vorbei, oder? Jetzt können wir wieder normal einstellen. Bisschen nochmal Reifen schonen. Aber großen Unterschied macht es nicht. Russell ist ja auch durchaus jemand in der Realität, der ganz gut klarkommt, damit die Reifen zu schonen. Ich würde ihn jetzt nicht direkt als Reifenflüsterer bezeichnen. Da gab es schon ganz andere, die das richtig gut gemacht haben. Zum Beispiel ein Jenson Button damals. Der ist richtig gut damit klargekommen, die Reifen zu schonen.
Ja, bei Russell wird das nicht ganz so gut funktionieren, diesmal, weil wir die orange Einstellung halt brauchen. Er ist zu langsam. Trotzdem kommt er gut damit klar, die Reifen zu schonen. Er hat nur 2% weniger als Hamilton, obwohl er hier deutlich mehr Einsatz gegeben hat. Das ist also an sich schon ganz gut. Jetzt hoffe ich, dass das so auf Dauer funktioniert. Ja, wir überholen halt immer wieder Sainz. Das ist eigentlich nicht der Plan. Aber wichtig ist, dass Russell dran bleibt und das sieht ganz gut aus. Man muss aber immer gucken, dass man auch die Reifen im Blick hat. Also, Moment mal. Jetzt würde ich fast sagen, dass wir mal eine alternative Strategie ausprobieren. Und zwar scheint Hamilton hier echt schnell zu sein. Wie wäre es denn, wenn wir jetzt wirklich mit Hamilton mal Gas geben und versuchen, an Sainz vorbeizufahren? Und Russell versucht ebenfalls vorbeizufahren. Und dann könnten wir vielleicht mit Hamilton wegfahren und mit Russell hinten den Sainz blocken. Wie wär's denn mit der Strategie? Das wäre doch jetzt mal besonders interessant. Dafür müsste Russell aber halt vorbeifahren. Der hat jetzt 2 DRS-Zonen Zeit vorbeizufahren. Wenn das gelingt, dann könnten wir das vielleicht machen, dass wir so die Ferraris schlagen. Weil wir müssen damit rechnen, dass Leclerc kommt. Der ist auch schon Startziel. Also wenn Russell vorbeikommt an Sainz, dann wäre das die halbe Miete, glaube ich. Weil dann können wir den richtig wegblocken. Auf der Strecke gelingt das auch gut. Da kannst du den Gegner richtig gut wegblocken. So, jetzt kommt die DRS-Zone. Da brauchen wir jetzt das Überholmanöver. Komm schon, Russell. Vorne blockt Hamilton. Nee, komm Hamilton. Block ihn weg. Jetzt wird der. Das gibt's doch nicht. Jetzt lässt sich Hamilton überholen. Anstatt dass er den wegblockt auf der Seite. Anstatt dass er Kampflinie fährt. Komm, Hamilton bleibt vorne und jetzt Russell, zieh vorbei. Menschenskinder, das muss doch jetzt funktionieren. Komm schon, Russell. Jetzt zieh vorbei. Also spätestens in der DRS-Zone muss es jetzt schaffen. Sonst wird es halt echt schwierig. Jetzt ist das ERS weg. Oh, das wäre so eine geile Strategie. Komm schon, jetzt. Jetzt zählt's. Entwickelt sich der Abstand? Ja, der steigt wenigstens. Das ist immerhin eine gute Nachricht. Aber Russell ist viel zu weit weg, als dass er da vorbeikommen würde. Ja, Russell ist zu schwach. Das muss man. Schau dir mal an, der verliert sogar, der fliegt aus der DRS-Zone raus, Alter. Ich fasse es nicht. Okay, wir werden jetzt Folgendes machen. Wir werden jetzt mit Hamilton Vollgas geben. Und versuchen, Sainz davon zu fahren. Also wir ziehen das jetzt durch. Ey, Russell, der kommt nicht mal mit Sainz jetzt mit, obwohl Sainz kein DRS mehr hat. Willst du mich verarschen? Das ist aber jetzt schwach von Russell, oder? Mein Hamilton zum Vergleich, der fährt halt ihm komplett davon. So, Russell ist jetzt wieder dran. Ich hoffe sehr stark, dass Russell jetzt mit der Einstellung dranbleiben kann an Sainz, weil Sainz hat kein DRS mehr. Und wenn wir jetzt hier ein bisschen aufladen, können wir vielleicht nachher vorbeifahren. Vorne auf jeden Fall Hamilton, der fährt davon. Das ist unser Plan. Das heißt auch für uns, wir werden nochmal in die Box reinfahren, oder? Würde ich jetzt fast mal als festen Plan veranschlagen. Und Russell wäre geil, wenn er sich hier jetzt ein bisschen aufladen könnte. Dann könnten wir. Ach, der muss sich hier halt eigentlich auch schonen, ne? Und hier auch. Also, Russell ist gerade ein großes Problem. Muss ich sagen. Russell ist gerade echt ein Problem. Aber Hamilton läuft sehr gut. Der fährt jetzt davon. Wir hauen jetzt auch ein bisschen Benzin raus. Wir wollen uns jetzt einen Vorsprung rausfahren. Denn falls ein Safety Car kommt, regenerieren wir uns in Sachen Kraftstoff eh. Und falls keins kommt, fahren wir jetzt einen guten Vorsprung raus. Also ich glaube schon, dass wir nochmal rein müssen in die Box. Deswegen ballere ich jetzt den Reifen auch kaputt. Weil wir einfach auf einen frischen gelben gehen können und dann fahren wir durch. Und der Reifen ist immer noch besser als der von Sainz aktuell. Das muss man ja auch noch sagen. Aber Russell tut sich echt schwer. Also das ist die Schwierigkeit in dieser Mission, würde ich mal sagen.
Hamilton zieht das jetzt erstmal durch. Ja, und Russell kommt da echt nicht mit. Das ist echt ein Problem. Da müssen wir hier auf Orange schalten. Vielleicht geht's dann, dass er wieder rankommt. Ja, manchmal ist er drin im Fenster und manchmal nicht. Aber was auf jeden Fall klar ist, dass Hamilton davon fährt. Hamilton scheint auf der Strecke richtig gut zu sein. Da hat Sainz tatsächlich gar keine Chance. Die Frage ist, kommen wir mit Russell irgendwann an Sainz vorbei? Das wäre halt der absolute Traum dann. Aber es wird aktuell nicht reichen. Wir sind froh, wenn wir aktuell dranbleiben können. Jetzt geht Leclerc in die Box. Also, die Kollegen gehen auch alle rein. Das heißt, wir können den Reifen wirklich beanspruchen. Bei Hamilton müssen wir hier jetzt mal auf ausgewogen stellen. Bei Russell ballern wir hier noch ein bisschen raus. Sind wir noch bei einer hoch genugen Einstellung. Sainz ist jetzt in die Box gefahren. Okay. Das heißt für uns ganz klar, Russell fährt jetzt noch eine Runde Vollgas. Und kommt dann auch rein. Ich bin sehr gespannt, welche Reifen da genommen werden. Der war ja auf den weißen und der wechselt auf rot. Okay, da schauen wir jetzt gleich mal, wie viel Prozent seine roten Reifen haben. Weil wenn der da unter 100 ist, wenn der hat 92%. Okay, Russell könnte auf 93% die rote wechseln. Damit kann man dann durchfahren scheinbar. Dann machen wir das. Der hat jetzt den Vorteil, dass er noch ein bisschen mehr Prozent hat als Sainz und später auf die roten wechselt. Heißt also, er hat gleich einen doppelten Vorteil. Er wird bessere Reifen haben. Die Frage ist, kommt er ungefähr zu dem Zeitpunkt wieder raus, wenn sich's dann lohnt? Also sprich, kommt er hinter Sainz oder vor Sainz in dem Dreh irgendwo raus? Geiler wäre eigentlich, wenn er vor Sainz rauskommt, weil dann könnten wir sogar ein bisschen bremsen. Stellen wir jetzt mal auf ausgewogen. Hier stellen wir auf neutral. Da lassen wir es auf rot. Und Hamilton ballert jetzt auch nochmal richtig rein. Der hat einen guten Vorsprung. Also es sieht für mich schon so aus, als könnten wir mit Hamilton das Ding gewinnen. Und wenn es gut läuft, könnten wir mit Russell auch Zweiter werden. Das würde ich jetzt mal behaupten. So, Hamilton fährt jetzt noch eine Runde. Vielleicht auch zwei. Wie sind bei ihm eigentlich die roten Reifen? Die sind bei 93%. Dann können wir auch diese Runde reinkommen. Weil der harte ist jetzt mit 44% natürlich nicht mehr so schnell. Bin ich gespannt, wie sich die Abstände entwickelt haben. Denn Sainz wird jetzt garantiert eine gute Runde gefahren haben. Der müsste auf jeden Fall vor Russell bleiben. Wichtig ist, dass der Stop gut ist. Der ist gut. Sainz kommt jetzt Start-Zielgerade. Und Ocon, Alonso, Norris, die dürften alle vorbeiziehen. Aber was ist mit Sainz? Was ist mit Sainz? Ja, okay, da vorne war er. Da vorne ist er, der Sainz. Okay. Heißt also, wir haben natürlich ein bisschen verloren. Das war zu erwarten. Die Frage ist jetzt, kommt Sainz weg oder kommen wir nochmal an Sainz ran? Weil der klemmt natürlich jetzt hinter Ocon fest. Und der ist natürlich viel zu langsam. Mit 48% harten ist der viel zu langsam. Der bremst den Sainz enorm. Ihr seht das da. Je länger Sainz nicht vorbeikommt, desto besser für uns, aber wir sehen es, der ist direkt vorbeigezogen. Ja, das ist mit den roten Reifen auch wahrscheinlich kein Problem. So, Hamilton kommt gleich rein. Wir lassen hier die rote Einstellung, bis wir hier die blaue Zahl weg haben, bis wir gut auf Temperatur sind. Und wir sehen es, wir haben 4% bessere Reifen als Sainz, 5% sogar, wenn es umschwenkt. Also das sieht gut aus für uns. Hamilton geht jetzt rein in die Box. Die Zahl ist jetzt weiß und wir schalten jetzt auf gelb. Ja, wir kommen da nicht ran an Sainz. Also ich würde sagen, das Duell Sainz gegen Russell, das geht an Sainz. Das werden wir nicht verhindern können. Die Frage ist jetzt, wie groß ist noch der Vorsprung von Hamilton auf Sainz? Der Stop passt, 2,4, perfekt. Wir müssten auf jeden Fall vor Sainz bleiben. Die Frage ist, wie groß ist der Vorsprung? Der war so bei 6 Sekunden, würde ich mal sagen. Der wird gesunken sein, das ist klar. Der wird auf jeden Fall gesunken sein. Schnellste Runde jetzt auch von Sainz. Ja, der kommt da fast dran. Aber wir haben deutlich bessere Reifen. Ja, Sainz ist fast dran gekommen. Wir haben deutlich bessere Reifen. Das heißt, unser Ziel wird jetzt sein, so schnell wie möglich an Alonso vorbeizufahren. Und Sainz gar nicht mehr rankommen zu lassen ins Fenster. Also wir haben uns da ja den Vorsprung vorher rausgefahren. Und den wollen wir jetzt auch wieder herstellen. Wichtig ist dafür aber, dass wir so schnell wie möglich vorbeikommen an Alonso.
Und Russell muss eigentlich gucken, dass er so schnell wie möglich vorbeikommt an Ocon. Der dürfte aber eh bald in die Box fahren, also das Problem dürfte sich von alleine gleich lösen. Aber wir müssen jetzt vorbei an Alonso, weil Sainz kommt nämlich. Der sehen wir hier. Ja, Alonso ist natürlich ein harter Brocken, aber ich glaube, das schaffen wir jetzt. Ja, perfekt, das war's. Der kann sich nicht wehren mit den Reifen. Er hat auch eine Zeitstrafe übrigens. So, Hamilton ist jetzt vorne, das ist perfekt. Jetzt können wir im Normalfall mit der Einstellung ganz easy wegfahren. Sainz wird dann von Alonso noch ein bisschen geblockt. Alter, wehrt sich der noch gegen uns? Ja, tatsächlich. Gibt dir das. Alter! Das ist ja der Hammer. Alonso ist einfach der Hammer. Der ist jetzt ernsthaft mit den alten harten Reifen nochmal an uns mit den neuen roten vorbeigefahren. Das ist ja unfassbar. Alter, das darf dir doch nicht passieren, Hamilton. Komm jetzt. Dann lassen wir es jetzt doch mal, sind wir wieder vorbei. Ein paar Sekunden bei der Einstellung. Dass wir den ein bisschen loswerden. So, jetzt haben wir ein bisschen Luft. Das kann ja nicht sein, Alter. Dass uns der nochmal überholt hat. So, Russell, wie viel Rückstand auf Sainz? 4,8. Ja, das wird nichts. Das wird nichts. Mit Russell müssen wir das so durchhalten. Da würde ich mal sagen, werden wir am Ende auf Platz 3 landen. Hamilton müsste gewinnen. Eigentlich würde ich mal behaupten. Aber wir spulen das Ganze jetzt mal vor. Wir können jetzt eigentlich nicht viel ändern. Sainz hängt hinter Alonso, das ist gut. Und Russell, der wird an Alonso noch vorbeikommen und an Norris auch noch, weil die natürlich noch in die Box müssen. Wir sehen es, also Sainz ist noch 2 Sekunden hinter Hamilton. Auch wenn der jetzt rankommt, wäre uns das egal, denn wir haben deutlich bessere Reifen. Also das ist gar kein Problem für uns. Jetzt geht Alonso rein und jetzt gehen wir an Norris vorbei. Genau, und jetzt haben wir den Stand, so wie er am Ende dann sein wird, nur noch, dass natürlich Norris noch wegfliegt. Ja, da wird nichts mehr passieren im Normalfall. Das sollten wir jetzt eigentlich klar haben. Sainz verliert jetzt auch ordentlich Zeit auf Hamilton, weil die Reifen halt schon ordentlich durch sind. Und wir könnten mit Russell vielleicht sogar noch an Sainz rankommen. Schaut euch das an. 2,8 Sekunden noch. 3 Runden sind es jetzt noch. Oh mein Gott! Ich bin so dumm. Ich muss Benzin sparen. Oh nein. Oh nein, Leute, hoffentlich habe ich es jetzt nicht zu spät gemacht. Das passiert immer wieder. Mir ist das schon in F1 Manager 22 passiert, wenn ihr euch erinnert, als wir mit Williams gespielt haben. Damals ist mir auch das Benzin bei 2 oder 3 Rennen am Ende ausgegangen. Und das könnte uns jetzt wieder passieren. Mein Gott, das darf doch nicht wahr sein. Also wir können hier Vollgas geben und hier auch, aber wir haben das Problem, dass wir, also mit Russell schaffen wir es, aber ich glaube Hamilton. Oh mein Gott, ist das dumm. Kann ich nicht noch langsamer fahren? Mir geht das Benzin aus. Scheiße, das gibt's doch nicht. Das darf echt nicht wahr sein. Also, ich würde mal behaupten, Platz 1 und Platz 2 würden wir eigentlich schaffen bei der Mission. Und zwar relativ problemlos. Dass uns jetzt das Benzin ausgeht, ist halt einfach scheißdumm. Aber eigentlich werden wir hier Erster und Zweiter, weil wir werden mit Russell noch an Sainz vorbeikommen. Da bin ich mir relativ sicher. Aber Hamilton wird das nicht ins Ziel schaffen. Der wird es nicht ins Ziel schaffen, Leute. Oh mein Gott, ist das bitter. Oder geht es ganz knapp noch aus? Das ist natürlich die Frage. Wir haben jetzt die letzte Runde mit Hamilton. Wir haben noch 1,4 Kilogramm Benzin. Das sind 0,2 zu wenig. Die Frage ist, können wir 0,2 Kilogramm auf eine Runde sparen? Wir haben 12 Sekunden Vorsprung. Eigentlich könnten wir jetzt unglaublich gemütlich fahren und richtig Benzin schonen. Aber ich kann nichts mehr einstellen. Was ist das bitte? Eieiei. Naja, also Russell kommt jetzt auf jeden Fall ran an Sainz. Der wird nochmal DRS bekommen. Ich glaube auch, wir könnten nochmal vorbeifahren. Oh, das könnte mit Hamilton reichen. Wir sind nur noch bei minus 0,1. Ich will jetzt mit Russell noch an Sainz vorbeifahren, ehrlich gesagt. Versuch das jetzt mal. Wäre schon geil, wenn wir hier einen Doppelsieg einfahren würden. Leclerc am Ende keine Chance gehabt, hätte ich nicht erwartet.
So, Russell versucht jetzt da nochmal ranzukommen. Und ich glaube, Hamilton könnte es schaffen. 0,5 Kilogramm noch. Oh Gott, das wird super knapp. Und Russell fährt jetzt an Sainz vorbei, oder? Schafft das? Ne, erstmal noch nicht. Jetzt gehen wir mal zu Hamilton. Schafft er das? 0,4 Kilogramm noch? 0,3. Oh Gott, das wird super eng. Unser Gegner ist das Benzin und nicht Ferrari. Das kann man so sagen. 0,2 Kilogramm. Noch eine Kurve. Komm, Junge. 0,1 Kilogramm. Oh Gott. Schafft er es oder schafft er es nicht? Da ist die Zielgerade. Er schafft's. Er schafft's, Alter. Es geht aus. Wir gewinnen mit Hamilton das Rennen. Und was macht Russell? Kommt er noch vorbei an Sainz? Wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich nicht. Nee. Sainz wird Zweiter. Russell wird Dritter. Wir schaffen damit die Mission. Aber das war am Ende knapp mit dem Benzin. Ey, wenn es uns 5 Sekunden später eingefallen wäre, als wir hier Geschwindigkeit mal 16 hatten, dann hätten wir es nicht geschafft. Aber die Mission war geil, hat Spaß gemacht. Und am Ende haben wir es, glaube ich, souverän geschafft. Das mit dem Benzin hätten wir natürlich vorher merken müssen. Aber am Ende 1 und 3 für Mercedes. Ich glaube, damit können wir zufrieden sein. Beim nächsten Mal geht es weiter. Ich weiß gar nicht, welche Strecke das ist, aber ihr werdet es dann schon sehen. Schaltet wieder ein, wenn es heißt Slevin Streamsport.